Land unter in Sachsen. Wassermassen strömen durch Straßen und Gassen. Autofahrer kämpfen sich durch die Überschwemmung. Die Kanalisation, wie hier in der 8000 Einwohnerstadt Penig, kann kein Wasser mehr aufnehmen. Am Freitag zieht eine schwere Unwetterfront über den Osten Deutschlands. Die Gewitterlinie erstreckt sich von Chemnitz bis Leipzig. Im Gepäck schwere Sturmböen und massiver Starkregen mit Niederschlagsmengen von bis zu 100 Litern pro Quadratmeter. Die Unwetterfront verlagert sich im Laufe des Abends weiter Richtung Süddeutschland. Laut deutschem Wetterdienst soll sich die Gewitterlage erst am Wochenende beruhigen. Kurze Atempause also fürs EM-Finale, bevor am Montag und Dienstag neue Gewitter aufziehen.